von Fragmenten, Rückschlägen und Hoffnungen. Unter diesem Namen gab es an der Ferdinand-Braun-Schule eine Vernissage mit Objekten und Skulpturen, kreiert von den Schülern der Fachoberschule. Viele Besucher bestätigten das große Interesse an den zahlreichen Ausstellungsstücken. Natürlich wird darüber die Stücke gesprochen. Was wollte der Künstler damit sagen? Wie wurde es umgesetzt? Diese Fragen konnten aber auch von den Erschaffern selbst beantwortet werden, da diese natürlich auch vor Ort waren. Ein paar von ihnen haben wir genau diese Fragen gestellt. Ja, das ist meine Skulptur. Heißt Paradoxon Luxuria und macht sich auf spielende Weise über die Energieverschwendung der Moderne lustig. Also die Skulptur an sich verschwendet ja schon Energie, wie man sehen kann. Die Lampen brennen dauerhaft, es sei denn, die werden gerade ausgeschalten. Und das sagt die Skulptur spielerisch so ein bisschen aus. Meine Skulptur soll quasi unsere Konsumgesellschaft darstellen. Wir Menschen haben selbst Natur gegeben, die Chance abzuheben und uns selbst zu finden, aber durch den Konsum und durch Werbung hindern wir uns selbst daran, einfach nach oben zu gehen und uns selbst zu finden. Unten soll quasi eine Klippe darstellen, von der wir als Mensch abheben wollen, aber die Klippe hält uns fest und hält uns am Boden. Die Flügel sind aus Natur, weil wir selbst und die Natur uns quasi Flügel geben. Das Gesicht ist durch zerbrochene Spiegel dargestellt, weil wir uns selbst in der Skulptur sehen und wir sehen uns aber gebrochen, weil wir durch den Konsum, den wir fast täglich machen, unser eigenes Selbst nicht entfalten.